von reinem Happy End. Im Film gewöhnlich abgeblendet. Man sieht es noch in ihre Lippen, den Helden seinen Schnurrbart stippen. Das sind nun die Gentlemen. Na und dann, na und dann. Das sind nun die Gentlemen. Na und dann, na und dann. Denn jeder will ein braves Bett. Naja, das ist ja eigentlich auch ganz nett. Aber manchmal möchte man doch gern wissen, was tun sie, wenn sie sich nicht küssen. Die können ja doch nicht immer pennen. Immer pennen. Na und denn, na und denn, na und denn, na und denn. Die können ja doch nicht immer pennen. Immer pennen. Na und denn, na und denn, na und denn. Denn sollte im Kamin der Wind, dann kriegt das junge Paar ein Kind. Dann kocht sie mich die Milchluft über, dann macht er Krach, dann winkt sie drüber. Denn wollen die Spiele gänzlich trennen, gänzlich trennen. Na und denn, na und denn, na und denn, na und denn. Denn wollen sie Spiele gänzlich trennen, gänzlich trennen. Na und denn. Das Kind nicht auf dem Damm, dann blähen die Beden doch zusammen. Dann quälen sie sich noch manche Jahre. Er will noch was mit blonde Haare. Dann sind sie alt, der Sohn hat ab. Der Olle macht nur bald schlapp. Wie der noch scharf auf Mullern war, das ist schon beinahe nicht mehr wahr. Warum wird beim Happy End beinahe nicht mehr wahr? Film mir wirklich und geblendet, beinahe nicht mehr wahr. Warum wird beim Happy End beinahe nicht mehr wahr? Film gewöhnlich abgeblendet. Der alte Mann denkt so zurück. Was hat er nur von seinem Glück? Die war zu größten Teile verbrühte mich und Langeweile. Und darum wird beim Happy End im Film gewöhnlich abgeblendet. Und darum wird beim Happy End